zurück. Der Brief wurde gestern übergeben von Wladimir Holodenko. Hier drin steht seine Strategie für den Kampf gegen Montana. 4-0-1 hat er schon mal draufgeschrieben, seine Bilanz nach dem Kampf. Das ist schon mal eingetreten, er hat den Kampf gewonnen. Wir haben vereinbart, wenn er verliert, schmeißen wir das Ding weg und lesen es gar nicht. Er hat aber gewonnen. Und ganz kurz, bevor du das Ding jetzt aufmachst, ganz kurz, mal von hinter den Kulissen gesprochen. Das war ja irgendwann mal eine fixe Idee. Irgendjemand hat das mal in den Raum geworfen. Ey, weißt du was, ich sag dir sogar vorher, wie es ausgeht. Und irgendwie ist daraus geworden, okay, wir machen das in einen Briefumschlag. Irgendjemand hat gesagt, ja, dann machen wir es richtig, holen wir noch Siegelwachs. Dann haben wir Siegelwachs besorgt, wir haben noch einen Siegelstempel besorgt. Und am Ende des Tages gab es dann sogar noch irgendwie gestern in der Hektik des Alltags vor so einem Event hat der Khan noch das Video zusammengezimmert und wir haben das gedreht, wo ihr hier so Gangster-Style-mäßig die Übergabe gemacht habt. Vollkommen irrsinnig und ich bin extrem gespannt, was da jetzt drin steht. Man kann tatsächlich schon ein bisschen was entziffern, wenn man es ins Licht hält. Ich lese das Wort Takedown, also es scheint gar nicht so weit weg zu sein von der Realität. Okay, und jetzt bitte einmal aufmachen. Und das ist, warte, Khan richtet gerade noch die Kamera ein mit einem anderen Objektiv, glaube ich. Das Ding ist komplett real, zu 100%. Nicht gescriptet, nicht gefaked. So, wir müssen das Ding erstmal aufmachen hier, Alter. Das mit dem Wachs, das haut nicht so richtig hin. Also was, wir reißen das einfach auf. Tu mal so, als wärst du in einer MMA-Show. Ja. Und nicht beim Kochduell. Kochduell. Also, hier steht's. Ich lese das mal selbst vor. Runde 1. Kurz Stand, direkt Takedown und 5 Minuten Kopf-Körper, bis er kotzt. Außer er schenkt mir eine Submission. Runde 2, Stand-up im Piotr-Jahn-Style, bis er einbricht, Finish. Ja, so weit ist es dann ja gar nicht gekommen. Ne? Aber der erste Teil, der ist definitiv korrekt gewesen. Kurz Stand-up, Takedown und Schläge. Ja, also, Kopf-Körper. Er hat dann mehr Kopf gemacht. Mehr Kopf als Körper. Wahrscheinlich auch ein bisschen überrascht davon gewesen, dass er da so schnell so eine Position bekommen konnte. Ich muss sagen, wovon ich echt überrascht war, ist erstens, wie schnell das ging logischerweise und wie dominant das war von Holodenko. Ja. Das habe ich so nicht erwartet, ja. Wovon ich auch überrascht war. Und ich meine, ich habe jetzt selber gekämpft. Wir kommentieren jedes Wochenende Kämpfe. Also ich habe, weiß ich nicht, wie viele tausend Kämpfe schon gesehen. Und so ein bisschen bekommt man ja ein Feeling irgendwann für, wie hart kommt ein Schlag an. Ja. Und dass diese Schlagwirkung am Ende des Tages tatsächlich ankam bei Montana, ja. Das habe ich so nicht erwartet. Also wie viel Kraft der generieren konnte auf diese kurze Distanz. Ja, fand ich auch. Also ich dachte auch, okay, Abbruch ist gerechtfertigt, weil Montana konnte sich einfach nicht verteidigen. Ganz klar, der kriegt da unnötige Schläge. Aber ich dachte auch, das sind so diese kurzen Dinger, die du manchmal auch aus der Kruzifix-Position kriegst. Ja. Und, aber als die Montana hochgeholfen haben und ich gesehen habe, okay, der wackelt ja richtig, habe ich gemerkt, Alter, das waren richtige Bomben. Und wie gesagt, die Nase von Montana offensichtlich auch gebrochen, wahrscheinlich sogar mehrfach gebrochen. Gute Besserung nochmal an der Stelle. Das ist schon beeindruckend gewesen. Und wir haben uns mit Holodenko ja im Vorfeld auch unterhalten und der hat seine letzten Kämpfe im Mittelgewicht bestritten, diesmal wieder im Welter. Und der hat am Freitag schon gesagt, ich wiege jetzt schon über 84, werde am Kampftag wahrscheinlich um die 93 haben. Die hat er vielleicht nicht ganz gehabt, aber also 80, also 90 hat er bestimmt gehabt. So, hier ist Max Merten. Sei gegrüßt, Matchmaker, Max Merten, der das Ganze gestern zu verantworten hatte. Also ja, das war schon eine sehr, sehr beeindruckende Kiste und wir haben gesehen, dass Holodenko for real ist, dass er also nicht nur eine große Klappe hat, sondern dass er auf jeden Fall auch kämpfen kann und wir werden